Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei A New Beginning aus dem Hause Daedalic Entertainment. Ja, es ist ein weiteres Point-and-Click-Adventure und es ist schon etwas älter. Moment, ich habe die Packung hier liegen. Ein bisschen dunkel. Copyright 2010 bis 2012. Also ein bisschen alt ist es, älter ist es schon, aber nicht allzu alt. Und ja, ich wollte es mal gespielt haben. Mehr weiß ich aber über das Spiel auch schon gar nicht mehr. Aber ich wollte es einfach mal gespielt haben, weil es einfach interessant aussieht und von Daedalic Entertainment ist. Und wie ihr vielleicht wisst, habe ich ein kleines Fable für Daedalic Entertainment. Und wenn ich jetzt noch auf der Daedalic Entertainment sage, dann kriege ich ein... irgendwas kriege ich dann. Okay, ich habe schon mal einmal eine Testaufnahme gemacht, deswegen kann ich hier weiterspielen, aber ich habe mir noch nichts von der Story oder ähnliches angeschaut. Das machen wir alles zusammen und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt auch mal und schauen mal so, was hier so passiert und passiert ist und so. Neues Spiel bitte. Jawohl. Hast du die Uhr im Blick, Gefreiter? 300 Sekunden und kein Spielraum. Und vergiss nicht, schau niemals direkt in die Sonne. Bist du bereit? Was? Noch 280 Sekunden. Verdammt! Mein Messgerät scheint defekt zu sein. Nein, ich fürchte, es ist vollkommen in Ordnung. Nur noch 240 Sekunden. Wir haben gerade Nachricht von Antarktika, Machu Picchu und Ostozeanien erhalten. Die Messungen ihrer Windscouts stimmen mit den unseren überein. Wir rechnen mit einer Sonneneruption innerhalb der nächsten 2 Wochen, vergleichbar mit der Oswald-Eruption von 2113. Wir wissen alle, dass das Erdmagnetfeld nicht mehr in der Lage ist, uns vor einer Eruption diesen Ausmaßes zu schützen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Es ist noch nicht zu spät, Quaddy. Wir haben immer noch eine Chance. Was ist mit dem Phoenix-Plan? Wir könnten entkommen. Der Phoenix-Plan ist kein Evakuierungsplan, Hardy. Im Gegenteil. Doch Salvador hat recht. Eine Manipulation ist unsere letzte Chance. Wovon reden die? Ist die Sicherheit unserer Piloten inzwischen gewährleistet? Nigel, in 2 Wochen erwartet alles Leben auf der Erde der sichere Tod. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Es wird Zeit, dass wir endlich den letzten Schritt wagen. Den Schritt zurück. In die Vergangenheit. Ich verstehe. A new beginning. Also quasi. Ein neuer Anfang. Hey, wo ist die Musik hin? Die Musik war cool. Prolog. Okay. Verflucht. Nicht schon wieder. Ich hoffe, ich habe noch genügend Ersatzteile. Es hört einfach nicht auf, was? Dann wollen wir mal sehen, was mit dem Ding nicht stimmt. Wünschen Sie eine Einführung in die Steuerungsmodalitäten? Ja, einfach der Vollständigkeit halber. Wobei ich glaube, dass ich weiß, wie es geht. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Klappe der roten Maschine. Klappe, Klappe, Klappe. Einfach auf das Ding. Okay. Und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Warten Sie erst, bis die Steuerungsmünze eingerastet ist. Bewegen Sie dann die Maus nach rechts oben zum Befehl Öffnen. Da steht Starten. Und lassen Sie erst dann den Mauszeiger wieder los.
Ach, da ist die Klappe. Klingt so. Ah, jetzt habe ich es aus Versehen weggeklickt, weil ich die Maustaste losgelassen habe. Tut mir leid. Ich muss übrigens noch eben was zum Intro sagen. Mir gefällt dieses mit dem... dieses Comicbuchartige extrem gut. Ne? Also, dass das so wie sich so, so eine Comicseite aufbaut. Und dann auch mal animiert und so weiter. Das gefällt mir richtig gut bisher. Auf diese Weise lassen sich Objekte auch näher betrachten. Sehen Sie sich doch den Motor mal genauer an, indem Sie diesmal das Verb ansehen auswählen. Aha. Da haben wir ja das Problem. Der Keilriemen ist gerissen. Wo finde ich denn jetzt einen Ersatz? Mit Ihrem neu erlangten Wissen sollte es Ihnen nun ein leichtes sein, den gerissenen Keilriemen zu entfernen. Nehmen. Vielleicht lässt er sich noch reparieren. Sie tragen den Riemen nun bei sich. Drücken Sie kurz die rechte Maustaste, um Ihr Inventar zu öffnen oder zu schließen. Ah, cool. Versuchen Sie nun, den Keilriemen im Inventar über die Steuerungsmünze zu verknoten. Verknoten. Naja, ein Versuch ist es ja wert. Drücken Sie nun mit der linken Maustaste kurz auf den Riemen im Inventar, genau, um ihn auf Ihren Mauszeiger zu legen. Zeigen Sie anschließend mit dem Objekt auf die Laufräder des Motors und klicken Sie ein weiteres Mal. Ob das hält? Nein, wird es nicht. Um zu überprüfen, ob die Reparatur von Erfolg gekrönt war, aktivieren Sie nun den Fogger. Was auch immer ein Fogger ist. Macht der Nebel oder was? Ach, das war's. Der Riemen ist wieder gerissen. Es führt wohl kein Weg dran vorbei. Ich brauche einen Ersatz. Finden Sie nun einen Weg, den Fogger richtig zu reparieren. Jedoch nicht hier und auch ohne mich. Legen Sie Ihren Mauszeiger über die Treppe zu Ihrer Rechten, klicken Sie einmal kurz und lassen Sie das Abenteuer beginnen. Yay. So, einmal Inventar weg. Auch schön. Muss ich sagen. Okay, okay. Heißt, wir sind jetzt auf uns alleine gestellt und jetzt muss ich gerade mal schauen. Ja, auch hier gibt es dieses lustige, das sind die Objekte, die wir uns ansehen können. Auf der Leertaste. Und okay, haben wir einmal eine Angel hier. Die Angel war ein Vorschlag von Dr. Angust. Das ist sehr meditativ, Bent. Da kommst du mal zur Ruhe. Seitdem sitze ich jeden Morgen am Ufer und glotze apathisch ins Wasser. Ich mag ihn irgendwie jetzt schon. Nein, die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme. Auch wenn Dr. Angust etwas anderes behauptet. Eine Sache übrigens, wenn ihr mich noch nicht geschaut habt, was Point-and-Click-Adventures angeht. Ich mache das sehr, sehr gerne. Also ich mag dieses Suchen hier, was kann ich denn da benutzen und so. Mag ich eher weniger, mir gefällt mehr die Story und auch die Rätsel, die es schon mal in diesen Adventures gibt. Das gefällt mir richtig gut und vor allen Dingen auch die Charakter, wie die geschrieben sind. Also das ist wirklich für mich so eine Art Erzählung einer Geschichte. Und dieses, hier Suchbild, was kann ich benutzen, das gefällt mir eher weniger, deswegen benutze ich immer diese Taste, deswegen finde ich das gut, wenn es das gibt. Früher sind wir jeden Sommer hergefahren. Meta hatte die Hoffnung, dass wir hier zusammen alt werden. Von diesem Traum ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nur noch das Haus und ich. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Er heißt Bent und hatte scheinbar eine Frau namens Meta. Mit ihr ist scheinbar irgendwas passiert. Nicht gerade die richtige Farbe für einen Sargdeckel. Und er ist ziemlich deprimiert deswegen. Was haben wir denn hier? Müll. Geh mal gucken. Was das denn für Müll ist. Das gehört heutzutage leider dazu, wenn man so nah am Wasser lebt. Ja, räum mal weg hier. Früher hätte ich das noch gemacht. Aber spätestens in einer Woche sieht es hier wieder genauso aus. Die reinste Sisyphos-Arbeit. Ja, dann lassen wir das besser. Da hast du recht. Boot. Das Boot hat auch schon einiges abgekriegt, aber noch schwimmt es. Muss ja. Muss ja. Denkst du dir wahrscheinlich auch. Also so kommst du zumindest bei mir an. Ich habe Dr. Angus gesagt, dass ich Angeln unerträglich finde. Daraufhin hat sie mir die Reuse empfohlen. Ja, auch Fischfangen, super. Ich habe schon alles versucht, aber ich kann mit diesem Ding einfach nichts anfangen. Du magst also Angeln nicht, hast scheinbar irgendeinen Doktor, ob das eine Psychiaterin oder sowas ist. Der Keller. Mausoleum eines gescheiterten Lebens.
und der einzige Ort, wo ich Ersatzteile für meinen Fogger finden könnte. Wenn ich jetzt noch wüsste, was ein Fogger ist. Aber gut, ein Keilriemen. Ja, die ist abgeschlossen. Der Plan war wohl, alles hinter mir zu lassen. Ich hatte an dem Tag so viel getrunken, dass ich nicht einmal mehr weiß, wo ich den Schlüssel versteckt habe. Oh ja, eindeutig depressiv. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, wir haben jetzt hier den Fogger, die Klappe. Oh, ein Vögelchen. Er frisst die Schädlinge im Holz. Leider nicht schnell genug. Tja. Im Sommer hat Meta oft allein unter dem Baum gesessen und gelesen. Schade, dass ich ihn fällen muss. Der Winter wird kalt. Ja, das stelle ich mir schwierig vor irgendwie. Das macht mein Rücken nie im Leben mit. So klettern willst du nicht, ja? Na gut, dann gehen wir ins Haus. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns im Moment übrig bleibt. Aber ich gucke mir gerne alles an, auch das müsst ihr wissen. Ach so, nur die Tür auf, okay. Hui. Huhuhuhui. Okay, einmal schließen bitte. Hier ist gerne was hinter der Tür versteckt, hier nicht. Okay. Das kenne ich nur schon aus anderen Adventures. Im Fernsehen läuft ja nur Schwachsinn. Naja, wenigstens ist mein Kopf dann leer, wenn ich schlafen gehe. Das stimmt. Chaos auf den Straßen von Oslo. Heute Vormittag um 11 stürmten gewaltbereite Demonstranten die Europazentrale der Internationalen Energieaufsichtsbehörde. Damit protestierten sie gegen die geplante Lizenzverlängerung von insgesamt 7 Kraftwerken des umstrittenen Energiekonzerns Indus Industries. Im Zuge der Belagerung gelang es einigen militanten Autonomen, sogar Geiseln zu nehmen. Dazu ein Sprecher der Behörde. Wir waren von Anfang an offen für einen friedfertigen Dialog. Aber die momentane Lage zwingt uns leider dazu, hart durchzugreifen. Die Aktivisten müssen einsehen, dass sie mit ihren illegalen, extremistischen Aktionen keine politischen Entscheidungen erzwingen können. Wenn diese Aktion überhaupt einen Einfluss auf das Urteil hat, dann einen gegenteiligen. Während die ersten Verletzten abtransportiert werden, bereitet sich die Polizei auf eine lange Nacht vor. Eine der längsten Nächte im sonst so friedlich. Und so dreht sich die Welt auch ohne mich weiter. So kann man es natürlich auch sehen. Ja. Das sind Selbsthilferatgeber, die mir Dr. Angust empfohlen hat. Ich frage mich, ob sie die selbst liest, bevor sie die weiterempfiehlt. Also sein Charakter gefällt mir irgendwie aufgrund seiner, ja, verzweifelt humoristischen Weise, sagen wir mal so. Also so ein, ist ja wirklich scheinbar ziemlich depressiv und trotzdem irgendwie cool. Unser Sonnenurlaub in Italien. Meta strahlt wie eh und je. Ich habe wahrscheinlich wieder nur die Rettung der Welt im Kopf. Ob wir glücklich geworden wären, wenn mir die Zukunft des Planeten egal gewesen wäre? Oh, scheinbar bereut er auch noch Dinge, die er getan hat, beziehungsweise fragt sich, ob die korrekt waren. Unser Band. Selbst in Italien war ich in Gedanken bei der Algenforschung. Ich sehe es an meinen Augen. Es tut mir leid, Meta. Am Ende habe ich uns beide geopfert. Für eine Vision, die niemanden mehr interessiert. Oh je. Enorme Selbstvorwürfe, würde ich mal sagen. Mein Team auf der Atlas 11. Wir dachten wirklich, die Zukunft der Welt ruhe auf unseren Schultern. Eine Ausbeulung. Ah, ich sehe einen Schlüssel. Cool. Die stehen stellvertretend für das restliche Personal. Inzwischen ist das Team so groß geworden, dass weder ich noch Barney wissen, wer eigentlich alles für uns arbeitet. Ich meine, für ihn arbeitet. Personal. Okay. Jetzt guck mal nicht so, Junge. Du darfst jetzt all die Sachen machen, die deinem Vater verboten wurden. Du bekommst das schon hin. Ist er der Sohn? Er sieht ein bisschen ähnlich aus. Ich sehe müde aus, aber auch glücklich. Ja? Mach dir keine Sorgen, Lissa. Ich komme schon irgendwie zurecht. Meinst du, ja? Offensichtlich kein Presseshooting. Sonst würde Barney hier ganz anders aussehen. Ich bin gespannt, wir werden die Leute ja bestimmt ein bisschen näher kennenlernen. Jetzt habe ich das mit der Ausbeulung vergessen. Tut mir leid, alles gut. Das sieht mir doch verdächtig nach. Na, sieh mal einer an. Ja, wer rechnet denn eigentlich damit? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ihn hier versteckt zu haben. War ich denn wirklich so betrunken? Scheinbar mal ein guter und wahrscheinlich hattest du auch einen guten Grund dafür. Okay, wir gucken uns trotzdem weiter um. Ich finde das irre interessant, mich in diese Welt reinzuversetzen.
habe ich schon mal in anderen Let's Plays auch gesagt, ich bin so ein Atmosphäre-Mensch und das ist schon... Also ich mag die Atmosphäre jetzt schon ziemlich. Manchmal bekomme ich Besuch von Dr. Angust. Deswegen der zweite Stuhl. Ah, okay. Ich mache später Pause, wenn der Fogger repariert ist. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was ein Fogger ist. Was werden wir noch sehen? Oh, die Flaschen sind ja immer noch da. Wer sollte sie auch wegbringen? Boah, der tut mir irgendwie voll leid, auch wenn ich seine Geschichte noch nicht kenne. Wenn ich nicht zum Essen in die Stadt fahren würde, käme ich nie unter Leute. Ein voller Kühlschrank wäre da sozialer Selbstmord. Okay. Ein trauriger Anblick. Okay, dann mach's wieder zu. Öl. Rapsöl. Bis vor wenigen Jahren hat es nur als Lampenöl gelangt. Heute benutzt man es auch für den Salat. Und um die schlechte Energiebilanz von Biotreibstoffen zu belegen. Oh Mann. Darin ist nur das Notwendigste. Ja, dann brauchen wir uns das ja nicht angucken. Notwendiges brauchen wir nicht. Ich räume das morgen weg. So, gucken wir mal, geht's hier weiter? Jawohl. Wird weiter gescrollt. Das sind die Bücher, die mir Dr. Angus ans Herz gelegt hat. Ich habe sie hier neben das Bett gelegt, um die Chance zu erhöhen, dass ich mal reinschaue. Liegt trotzdem wahrscheinlich bei nahe Null, wa? Das sollte ich mal machen. Aber nicht heute. Schlafkojen. Mein Bett. Anfangs habe ich noch versucht, in Metas und meinem alten Bett zu schlafen. Dann bin ich aber nach unten in Duvis Koje umgezogen. Mein Sohn kümmert sich um mein Lebenswerk und ich schlafe in seinem Kinderbett. Ja, okay. Also er ist sein Sohn. Hätten wir das auch schon mal rausbekommen. Und der macht jetzt scheinbar das, was er vorher gemacht hat hier. Okay, wir haben schon einiges erfahren. Ich bin gespannt. So, einmal Inventar. Der Schlüssel zu meinem... Manche Dinge wird man... Oh, nochmal. Der Schlüssel zu meinem alten Leben. Manche Dinge wird man nicht so leicht los, wie man es sich wünschen würde. Wenn ich Sachen mache, die ich aus Versehen mache, dann neige ich dazu, sehr hektisch zu werden und sowas wegzuklicken. Das gewöhnt euch schon mal dran, das passiert öfter. Mann, wie lange war ich hier unten nicht mehr drin? Ich weiß es nicht. Hier liegt mein altes Leben begraben. Oh je. Dann wollen wir mal sehen. Ein Labor. Da habe ich Angst, das Ding hier aufzumachen. Ein Schalter. Ach, das ist für Licht, okay. Boah, diese Musik, ne? Die macht einen ja schon so, boah. Als Meta gesehen hat, dass ich meine Akten mit in den Urlaub nehme, hat sie nur gelacht und gesagt, solange mein Büro zu Hause ist, kann ich wenigstens keine Affäre mit meiner Sekretärin anfangen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätte mich mal angeschrien, anstatt mich immer bei allem zu unterstützen. Boah, das ist voll heftig, ey, irgendwie, für mich gerade. Studien zur Photosynthese, Baupläne für Gewächshäuser, chemische Daten, ich kenne sie alle auswendig. Gerade die Musik, ey, die macht mich voll fertig irgendwie. Ich würde gerne mehr über sein Schicksal wissen, aber irgendwie ist es voll traurig. Auch jetzt, wenn er schon so redet, der ist einfach so kaputt innerlich. Ha, wie passend. Sie ist um kurz vor 12 stehen geblieben. Boah. Also das zeigt schon unheimlich gutes Charakterdesign. Die Symbolik ist beunruhigend, aber bis in alle Ewigkeit 5 vor 12 ist immer noch besser als irgendwann 5 nach 12. Ja, symbolisch gesehen. Wie viele Sommernächte ich hier unten saß und auf Algenzellen gestarrt habe. Habe ich wirklich mal geglaubt, ich könnte die Welt verändern? Also eins muss ich euch sagen, dieses Spiel gefällt mir schon wieder sehr und ich glaube, man kann wieder sehr viel aus diesem Spiel mitnehmen und es bietet vielleicht auch wieder philosophische Dinge und sowas und es gefällt mir richtig gut. Die Versuchung ist groß, aber ich habe Barney und Dr. Angust versprochen, meinen Ruhestand zu genießen. Genießen, klar. Ich kenne ihn inzwischen so gut, dass ich mit so einer Antwort oder mit da muss noch was kommen gerechnet habe. Das habe ich so gedacht. Da war mal noch mehr Laborausrüstung drin. Das meiste hat Barney wieder zur Station zurückgebracht, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme und weiterarbeite.
Und das ist ein Grund, warum ich mich so gerne umschaue. Wir lernen einfach schon so unglaublich viel. Wir tauchen so in diese Welt ein. Wir lernen was über seine Vergangenheit. Und das gefällt mir halt richtig gut. Hey, da war ein Schraubenzieher drin. Dich nehme ich doch mal mit. Genau, dann haben wir noch einen Schraubenzieher. Das ist halt ein zweiter Grund. Wir müssen halt immer Kram mitnehmen. Ja, ihr Lieben, aber das war schon die erste Folge von The New Beginning. Boah, ich bin gerade voll... Also ich muss jetzt nicht weinen oder so, aber ich bin irgendwie bewegt, so. Wenn ihr versteht, was ich meine. Auch die Musik ist echt unglaublich, was die für einen Effekt auf mich hat. Ich würde mich fürs Zusehen bedanken wollen und das tue ich hiermit auch. Und ich würde mich über ein wenig Feedback freuen, vielleicht wie euch das Projekt jetzt schon gefällt oder so Zeug, halt kennt ihr ja. Und ja, vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.